wieder mal ein richtiges Sauwetter in Norwegen und schon geht es los auf Dorsche, weil die stehen besonders darauf. Leichter Schneefall, aber wir haben 2 Grad plus sogar. Da unten am Fjord vielleicht sogar 3. Aber ich kann schon froh sein, dass ich nicht auf geschlossener Eisdecke fahre, weil das könnte um die Jahreszeit auch hier sein. You never know what the weather's like in Norway, sagte mal ein Norweger zu mir auf dem Rückflug von Gran Canaria, als er sich ein paar Bier, Wein reingezogen hatte und schon sehnsüchtig auf das Wetter in Norwegen wartete. Ja, damit muss man leider immer rechnen, und zwar zu 2/3 im Jahr. Ja, das ist auch typisch norwegisch. Mal wieder Tunnelarbeiten mit Führungsfahrzeug. Darf ich wahrscheinlich hier 10 Minuten stehen? Wahrscheinlich irgendein Fels runtergekracht oder noch am Ausbau beschäftigt von dem Tunnel. Das macht Norwegen halt so extrem teuer. Okay. Jetzt darf ich ja schon vorher durch. Immerhin, prima. Der Tunnel, der wird auch schon lange ausgebaut, auch wenn man hier in Norwegen extrem schnell ist mit Bauarbeiten. Aber so ein Tunnel, der muss halt von innen gestützt, gesichert, verputzt, neue Straßenbelag verlegt werden. Gibt immer was zu tun, und dann kracht eben doch mal was runter. Der Winter ist hart und der knabbert natürlich mit seinem Frost auch hier überall dran. Ich glaube, den hat man jetzt versucht dicht zu machen, den Tunnel. Zusätzlich, weil der war halt undicht, hat es noch dann zwischendurch halt ordentlich reingesifft, also von den Felsen her. Ist eine Sisyphus-Arbeit, weil da gibt es immer was, was daneben zu reparieren ist. Und auch daher ist Norwegen halt so extrem teuer. Ich montiere hier einen Castmaster Spoon, mit dem meine Tochter vor ein paar Tagen völlig außerhalb der Saison einen dicken Seelachs fing. Ich habe mich mal abseits des Sturms gestellt, weil vom Eisregen gestrahlt zu werden, das ist dann doch nicht so mein Ding. Je nach Köderart und Gewicht dauert es manchmal über eine Minute, bis er am Boden ist. Da ich nicht allzu lange im Regen stehen wollte, hatte ich 2 Spinnruten ausgeworfen, um die effektive Angelzeit zu verdoppeln. Der Köder der liegenden Rute sinkt, während ich den Köder mit der anderen Rute einhole. Da meine Tochter hier ein paar Tage zuvor einen dicken Seelachs gefangen hatte, versuchte ich es mit entsprechend schneller und aggressiver Führungstechnik auf diese Fischart. Da habe ich wieder was Gutes erwischt. Haben wir ihn da? Auf den Castmaster. Bestimmt wie ein Seelachs. Boah, groß. Was mache ich denn da? Ja, da hatte ich mich in eine blöde Situation gebracht. Erstmal die Rolle von der anderen Route schließen. Seelachs war es auf jeden Fall fühlbar doch nicht. Wow. Übergroß nicht, aber groß. Tief unten gebissen. Albtraum jedes Anglers. Hänger mit Fisch dran. Oh Gott, was war das denn? Ein Leck. Einen richtig großen Länge. Scheiße. Länge im Mittelwasser.
Gaff liegt auch noch zusammengeschoben im Auto. Wir rechnen denn schon damit, dass beim ersten Wurf direkt was Dickes einsteigt. Erfreulicherweise war der Leng durch den Wasserdruckverlust derart angeschlagen, dass er kaum einen Mucks machte. Der Leng ist wirklich ein zwiespältiger Fisch. Sowohl in der Optik wie auch im Verhalten scheint er wie eine exakte Kreuzung zwischen Meeraal und Dorsch.